Hallo Leute, willkommen zurück auf meinen Channel. Wie ihr seht, bin ich heute nicht alleine. Ich bin mit Caro. Hi. In dem heutigen Video reden wir über Upcoming Brands, Brands, die gerade am Wachsen sind, die mehr Aufmerksamkeit verdient haben und die man auf jeden Fall kennen sollte. Insgesamt sind das 10 Brands, 5 davon sind Männermarken, 5 davon sind Frauenmarken und alle sind relativ unisex und für beide tragbar. Ich würde auch sagen, wir fangen direkt an. Bevor wir das tun, würde ich euch bitten, abonnieren und liken nicht zu vergessen. Damit würdet ihr diesen Channel echt supporten. Ansonsten würde ich sagen, Ladies first. Ja, bevor wir mit der ersten Marke starten, würde ich noch dazu sagen, dass eigentlich fast alle Marken, über die wir heute reden, eher so Comfy Clothes machen und dass da auch echt viel dabei ist, was man halt aktuell, wo halt alle zu Hause sind, auch ganz gut tragen kann. Dann würde ich starten mit Fuchsia Shore. Das ist eine Marke von einer Bloggerin aus London, die bekannt geworden ist durch ihren ersten Jogginganzug. Die hat so einen grauen Jogginganzug gemacht, der auch auf Instagram ziemlich viral ging und hat dann daraufhin verschiedene Kollektionen aufgebaut, die halt hauptsächlich eigentlich aus Jogginganzügen und auch so... So Sets, so ich glaube allgemein, so ob jetzt ein Jogginganzug-Set oder nur Sets allgemein. Ich glaube, die hat da auch Sets, die ein bisschen auch schicker sind. Ich glaube, ihre Jogginganzüge sind auch allgemein jetzt auch so cool zum Rausgehen. Also das sind jetzt keine Jogginganzüge, die übelst jetzt so cozy und so richtig so zum Chillen. Die sind auch echt so gemacht, dass man damit auch rausgehen kann und irgendwo, also auch so zum Normaltragen draußen. Und ich finde sie richtig nice und die machen ja sehr viel, auch glaube ich so oversized Clothes. Also das machen die auch. Also der Fit ist auch richtig nice bei denen. Die Farben sind richtig cool. Und ich habe die Jogginganzüge sowohl bei Männern als auch bei Frauen gesehen von ihr, was sie gemacht hat. Und das sah auf jeden Fall immer richtig nice aus. Ja, ich finde auch, die Schnitte sind eigentlich so, dass es sich für beide anbietet, das zu tragen. Ja. Und allgemein finde ich, dass sie echt die Farben so voll schön hält, Ton in Ton. Und das spiegelt sich auch in ihrem Instagram wieder. Ja. Das ist nämlich aufgebaut richtig wie cool, so ein Moodboard rund um die Kollektion eigentlich. Ja, also ich finde, die hat das auch richtig cool verstanden. Also die macht das auch richtig gut. Ich glaube, weil die es auch selber natürlich auch Instagram macht, schon ein bisschen länger bestimmt, macht die auch, was ich bis jetzt gesehen habe, den Instagram richtig cool. So, dass jetzt nicht Outfit neben Outfit neben Outfit ist, sondern dass sie das ein bisschen so schöner gestaltet und ein bisschen auch so, wie Caro gesagt hat, wie ein Moodboard oder ein bisschen künstlerischer gestaltet mit auch normalen Bildern dazu. Und ich glaube, das ist so ein neue Wave, so wie man so Instagram-Accounts macht. Ich finde es ganz cool. Ich finde es schöner fürs Auge, es ist ästhetischer und ihre Farben finde ich auf jeden Fall. Also ich feiere die Farben bei ihr, ob jetzt in den Instagram-Account oder allgemein, finde ich, die Farben bekommt sie und macht sie auch richtig gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt direkt mit der nächsten Marke und das ist eine Männermarke und die kommen aus England, aus London. Das ist Chloe Buxton. Die machen auch so Jogginganzüge, die machen sehr viel so washed Jogginganzüge, also sehr so dieser Use-Fit oder dieser auch so Vintage-Effekt, was sie haben. Die sind auch berühmt geworden für ihre Washed Black Jogginghose. Die ging, glaube ich, am meisten viral bei denen und da haben die meiste Aufmerksamkeit bekommen. Deren Sachen sind so von der Preisklasse, finde ich, so mittel. So die Jogginghose kostet, glaube ich, so 120 Euro oder so. Oder 120 Euro müssten das sein, wenn ich nicht komplett falsch liege. Aber nichtsdestotrotz finde ich die Sachen richtig cool und die haben auch, glaube ich, auch so ganz am Anfang auch so pink gemacht, also so ein Washed Pink und das sah richtig, richtig nice aus. Ich finde bis jetzt das Washed Black bei denen am besten, ob jetzt der Hoodie oder die Hose und das sieht beides richtig cool aus und deren Instagram-Account, glaube ich, ist auch richtig nice, oder? Ja, ich finde auf jeden Fall, dass man da auch sieht, dass es halt auch unisex tragbar ist und dass die Pieces einfach voll den guten Fit haben und ich denke, die haben es einfach richtig gemacht, dass die sich auch darauf spezialisiert haben, dieses Used Look Washed Out zu machen. Ja, das ist echt ein guter Ansatz, auf jeden Fall. Ja. Also die haben sich halt wirklich vertieft und die machen hauptsächlich genau diesen Washed Black und die sind auch richtig gut drin. Und ich habe bis jetzt von der ganzen Resonanz, was ich alles gehört habe, war bis jetzt alles nur gut und da will ich auf jeden Fall in Zukunft mir was holen. Kommen wir dann zu der nächsten Marke, das ist wieder eine Frauenmarke. Das sind, glaube ich, die einzigen, die wir vorstellen, die jetzt nicht so einen krassen Sportswear-Bezug haben, würde ich sagen, sondern die eigentlich mehr so ein bisschen schick sind, aber trotzdem irgendwie minimalistisch. Und die sind auch nicht unisex. Also das ist die einzige Marke, die jetzt nicht wirklich unisex ist. Die restlichen Marken kann man echt fast für beide tragen, fast alle Sachen, aber die hier ist hauptsächlich für Frauen. Ja, die haben halt auch ein bisschen teilweise körperbetontere Sachen, aber sei das jetzt irgendwie ein Top oder so, dann kann man aber einen Oversized Blazer drüber tun, weil die haben auch echt ganz nice Anzüge.
Und was ich an denen eigentlich am meisten mag, ist so die Farbpalette, die die fahren, weil die halt ja, sehr so Erdtöne, Neutrals, Nude-Töne gehen und einfach so dadurch die perfekten Basics haben, die man irgendwie im Schrank braucht. Ja, und auf jeden ich glaube, das ist auch was, was man bei den Marken, die wir vorstellen heute, merkt, dass wir halt diese... Die Farben richtig gut hin, ja. Ja, dass wir halt auf diese Farbwelten stehen irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Und deren Instagram-Account ist auch richtig inspirierend. Also was ich am meisten bei denen feiere, ich finde deren Sachen jetzt nicht für mich wirklich tragbar oder so, aber ich feiere deren Instagram-Account. Genau, wenn man selber auch fotografiert oder so, kann man sich da auf jeden Fall was abgucken. Und ich mag auch, dass in deren Instagram so ein bisschen der australische Vibe rüberkommt, irgendwie die Sommerstimmung dort. Und echt super schöne Aufnahmen. Kommen wir jetzt zu der vierten Marke und das ist eine Marke hier aus der Gegend, aus Köln kommen die. Ich bin erst letzte Zeit auf die aufmerksam geworden. Ich habe bei denen noch nichts bestellt, aber ich verfolge die und ich will auf jeden Fall gucken, dass ich vielleicht in nächster Zeit was bestelle da, auch alleine zum Unterstützen. Ich feiere die auf jeden Fall. Die heißen Enemy Earth Project, glaube ich. Und die sind auch... Also durch so ein paar Kooperationen mit auch Bloggern und so sind die jetzt auf meinen Radar gekommen und da habe ich die so bemerkt und ich finde die, also deren Instagram-Account hat mir auf jeden Fall direkt gefallen. Ich finde allgemein, wie die das aufgebaut haben, diesen Neon-Effekt und diese Farben und allgemein haben die sehr viel so Oldschool-Sachen, also so ein Vintage-Vibe in deren Designs. Nichtsdestotrotz haben die auch einen sehr futuristischen, so spacey-Vibe und das finde ich beides richtig cool und die Kombination davon mit der Art, wie die ihre Bilder machen und wie die ihre Kollektion präsentieren, finde ich richtig nice auf jeden Fall. Man kann eigentlich sagen, die haben so eine dunkle Weltall-Welt geschaffen irgendwie, was sich halt sowohl in den Klamotten widerspiegelt, als auch in der Webseite der Fotografie und so. Und das finde ich, machen die schon echt gut, ihre Kommunikation. Ja, und die machen ja auch so comfy Clothes oder mehr so Klamotten so zum Chillen und so weiter. Und man sieht auch auf der Instagram-Seite oder auf allgemein auf deren Bilder, auch auf deren Website, dass die Sachen für beide gedacht sind, jetzt ob für Männer oder auch für Frauen. Ja, und das ist auf jeden Fall ein cooler irgendwie so Mittelweg zwischen Vintage und Futuristic und auch sehr Streetwear-lastig, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann würde ich auch direkt weitermachen mit der nächsten Marke, das ist Sporty and Rich. Haben vielleicht auch schon einige von euch auf Instagram gesehen. Ja. Machen nämlich auch so Jogginganzüge sehr viel, sind dafür hauptsächlich, glaube ich, bekannt. Aber auch so coole Printed Tees, also T-Shirts mit irgendwie so Sprüchen über Self-Care, Stay Hydrated und solche Sachen. Finde ich sehr inspirierend. Deren Look, auch deren Feed in Instagram ist so sehr vintage-mäßig eigentlich. Das ist auch wieder so ein Moodboard, also es ist auch wieder so ein bisschen ästhetischer aufgebaut. Und also ich persönlich bin auf die aufmerksam geworden. Ich kannte das Mädel, was diese Marke macht. Also ich kenne sie von Complex, also manche von euch kennen vielleicht Complex. Das ist dieser Hypebeast, also ich glaube, die reden ja sehr viel über Musik und Sneaker und so weiter. Und da bin ich aufmerksam auf sie geworden und dann habe ich mitbekommen, dass sie jetzt eine Marke gemacht hat. Und also die hat das echt cool hinbekommen, also da muss man sagen. Und die Marke wächst halt, glaube ich, auch gerade unglaublich schnell so. Ja. Und ich denke auch, dass da im nächsten Jahr sie noch mehr Aufmerksamkeit bekommen wird. Ja, also man muss auch sagen, eins der Gründe, warum die Marke auch so gut läuft, weil die auch so einen Vintage-Vibe haben. Und wenn ihr noch nicht unser Video gesehen habt über Vintage-Clothes und allgemein über Streetwear-Trends, könnt ihr euch das nochmal angucken. Ich werde das hier nochmal verlinken. Ansonsten glaube ich, das ist auch eins der Gründe, warum sie zurzeit auch so gut läuft, weil halt dieser ganze Vintage-Vibe und diese Used und dieses ein bisschen comfy und das alles so ein bisschen so ich weiß nicht, wie das nennt, ist das 90er? Ist glaube ich ein 90er, ja, oder? Ja, schon so 90er, 2000er. Und ich denke eigentlich, sind die Anzüge auch perfekt für die jetzige Zeit. Sie konnte natürlich nicht ahnen, dass sie jetzt diese Videos kommen, aber ist halt gut zu Hause tragbar, aber auch so, dass man damit gut vor die Tür gehen kann, weil die halt einfach stylisch sind. Ja. Kommen wir jetzt zu der nächsten Menswear-Brand und das ist 6PM. Viele von euch würden vielleicht 6PM kennen, die kommen ja auch aus Deutschland. Kommen, glaube ich, also der Owner oder der Founder von 6PM kommt aus Frankfurt. Und ich finde, deren Werdegang finde ich am interessantesten, glaube ich, von allen Marken. Zumindest habe ich den am meisten mitbekommen, weil die auch hier aus der Gegend kommen. Und ich finde deren Sachen richtig cool. Ich finde das eine der Marken in Deutschland, die ich auch am meisten feiere und wo ich am meisten Potenzial sehe. Alleine, dass sie so mit OZ eine Kooperation gemacht haben, finde ich richtig cool. Ich feiere ihn, ich feiere seine Songs und alles. Von daher, oder die er produziert hat natürlich. Deswegen finde ich das richtig cool und ich finde deren
deren Trackpants, also diese Suits, die machen, richtig, richtig nice. Die werden ja auch jetzt nächsten Freitag, also wenn ihr dieses Video seht, glaube ich, haben die schon gedroppt. Und da habe ich schon versucht, was zu bekommen. Also da will ich auf jeden Fall versuchen, was zu bekommen. Deswegen, die haben ja immer so ausverkauft und immer so viel, so schnell ausverkauft. Deswegen, also die nächste Kollektion bin ich auf jeden Fall sehr gehypt drauf und will mir auf jeden Fall da was holen. Deswegen kann ich euch da echt die Marke nur empfehlen. Und ich finde die auch in Deutschland einer der besten Marken zurzeit, die mir gefallen persönlich. Ja, ich glaube, ich würde die Sachen auch tragen. Also wenn du was bekommst beim Drop, dann werde ich es auch mal anziehen. Dann würde ich auch direkt mit der nächsten Marke weitermachen. Und das ist Sisters and Seekers von zwei Schwestern aus England. Und die sind auch sehr, sehr sportlich, sehr, sehr comfy. So ein bisschen Kim Kardashian-Vibe, würde ich sagen, die Kollektionen von den Farben und auch vom Fit. Die sind auch ziemlich bekannt für diese Radler-Shorts, die die machen. Und allgemein für Jogging-Sachen und sehr oversized. Ich finde deren Tech-Einfluss mega nice und allgemein die Designs sind einfach immer top aktuell irgendwie. Ja, also ich finde auch, deren Sachen sind meistens, also du hast ja schon ein, zwei Sachen von denen bestellt und die sehen echt cool aus und ich glaube, man kann auch, also ich habe mir bis jetzt noch nicht da was bestellt, aber ich glaube, also die machen, glaube ich, also was ich bis jetzt gesehen habe, deren Winterkollektion sah immer richtig nice aus, also Sommerkollektion ist jetzt nichts für mich, aber deren Winterkollektion und allgemein deren Flanells und so kann man auf jeden Fall sich da was holen, auch als Typ und ich glaube, das würde auch richtig gut sitzen und ich finde deren Qualität, was ich auch bei dir gesehen habe, ist auch richtig nice, Preis voll in Ordnung, von daher dein komplettes Konzept und die Farbwelt, die die machen, ist sowieso, feiere ich sowieso, von daher finde ich das auf jeden Fall richtig nice, was sie da machen. Ich finde echt so an sportlichen Sachen sind die im Moment mit die beste Brand, die ich zumindest in meinem Kleiderschrank habe und wo ich mir auch zukünftig auf jeden Fall wieder was holen werde, weil das einfach rundum so zufriedenstellend war und die Sachen einfach recht nice sind. Ja, und ich finde auch, dass wie die ihre Kollektion immer fotografieren, also wenn wir jetzt alleine vom Fotografie-Aspekt reden und nicht nur von den Clothes an sich, finde ich deren die Art, wie die ihre Klamotten fotografieren, wie die das alles gestalten und so, richtig cool, weil das ist, also das darf man auch nicht vergessen, das ist auch richtig viel Arbeit und das ist manchmal die halbe Miete, also wie du das verkaufst und wie du das präsentierst und ich finde, das kriegen die auch richtig gut hin und die haben auch ihren eigenen Style dabei, also deren eigenen Vibe und das feiere ich auch, also das ist auch so eine Sache, die ich auch richtig nice finde. Ich finde auch, die beiden hängen sich da voll rein und das merkt man einfach in allem an dieser Brand. Deswegen haben die es auch, oder hätten die das auch voll verdient, noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich finde einfach es cool, dass die so eine komplette Welt und Story um die Brand herum geschaffen haben. Deshalb ist das ein Seekers. Ja. Kommen wir jetzt zu der nächsten Menswear-Marke und das ist Cold & Laundry und das ist eine meiner Favorites zurzeit. Also sowohl deren Ästhetik, wie die ihre Bilder schießen, als auch deren Clothes und die Farbauswahl, die die haben. Die haben auch einen sehr großen Einfluss von so koreanischen Streetwear. Allgemein finde ich, dass Cold & Laundry ein guter Beispiel ist an minimalistischen Streetwear. Minimal Streetwear mit so ein bisschen schick als auch sportlich. Also die haben sowohl schicke Sachen, so Blazer oder so Chinos, die sehr oversized sind, die sehr so boxy sind, als auch jetzt so Jogging-Sachen und so Puffer-Jackets und so. Also ich finde allgemein deren Farben richtig cool und ich glaube, du hast auch deren Puffer-Jackets richtig gefeiert. Ja, ich glaube, die waren so eine der ersten Brands, die im letzten Jahr halt so Pastelltöne gemacht haben. Und deren Puffer-Jackets, da gab es einen so hellblau zum Beispiel, die waren, glaube ich, auch sofort ausverkauft und ist mega beliebt. Und in den Tönen ist eigentlich auch die komplette erste Kollektion gehalten, die ich echt feiere. Was ich auch eine Besonderheit für Cold Laundry finde, ist, dass die auch einen Store haben, weil ich glaube, die meisten Brands, über die wir reden, haben nur Online-Shops und die haben einen Shop in London, wo ich auch denke, dass es sich auf jeden Fall lohnt, mal hinzugehen. Ja, also ich finde auch, die sind so ein guter Beispiel an diesen Minimal Streetwear und wie man das richtig gut umsetzt. Also die machen das auch richtig gut mit Minimal Streetwear und allgemein, wie gesagt, dieser koreanische Design, der jetzt auch ein bisschen nach Europa kommt, finde ich auch richtig cool. Was ich auch richtig nice bei denen finde, ist natürlich auch deren Art zu fotografieren und deren Instagram-Account an sich sowieso, aber deren Art zu fotografieren und wie die ihre Kollektion fotografieren, ist immer sehr, sehr inspirierend. Richtig cool, ästhetisch, Farben, Locations, also da
Wow, also da gebe ich auf jeden Fall Hut ab, was die da machen auf jeden Fall. Ja, ich glaube auf jeden Fall mit die besten Shootings, die man jetzt von so upcoming Brands gesehen hat im letzten Jahr auf jeden und Fall. Aktuell. Und ich finde auch, dass deren Preisrange relativ okay ist. Also die sind mehr so Mitte so oder vielleicht so ein bisschen höher, also nicht richtig Mitte, weil ich glaube so, die haben immer so 160, 150 Euro und das ist noch so okay. 100, 200 sind die Sachen, würde ich sagen. Ja, also die sind noch nicht so in dieser ganz hohen Preisklasse, aber auch nicht wirklich Mitte. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass die Sachen sich auch richtig lohnen und die sehen meistens richtig cool aus. Ich würde sagen, wir machen direkt mit der nächsten Brand weiter und das ist jetzt die letzte Womenswear Brand. Genau, die letzte Womenswear Brand ist Nikki Studios von drei Schwestern aus Norwegen. Ich feiere die mega. Also Nikki Studios ist so schon etwas hochwertiger, würde ich sagen. Die haben auch Ähnlichkeiten mit den anderen Brands, über die wir geredet haben. Also ich würde sagen, die sind so ein Mix eigentlich aus vielleicht Sisters and Seekers, die ja so ein bisschen Streetwear und sportlichere Sachen machen und Style Addicted, die so ein bisschen mehr schick machen. Ja. Weil bei Nikki Studios findet man halt zum Beispiel irgendwie Lederhosen, dann aber mit so einem Tech-mäßigen Top oder einen coolen Hoodie, dann aber halt mit einer schicken Hose und so weiter. Ja. Das feiere ich bei den Mega, diese Silhouetten und dieser Stilmix. Und ja, die drei, die die Marke gegründet haben, die haben auch echt krassen Geschmack und sind eine große Inspiration. Ja, finde ich auch. Also die finde ich auch zurzeit eine der meisten Brands. Also die, ich glaube, die machen nicht so viel, also die droppen nicht so oft. Aber da kann man auf jeden Fall Ausschau halten und die machen richtig, richtig coole Sachen. Kommen wir jetzt zu der letzten Menswear-Marke und das ist der Weekend Studios. Ich weiß nicht ganz genau, woher die kommen, aber ich feiere die auf jeden Fall. Und ich finde deren Einfluss von der Musikszene, sowohl jetzt von der Elektromusikszene als auch von der Hip-Hop-Szene, merkt man vielleicht so ein bisschen auch durch deren Logo und so weiter. Und ich finde auch diesen Ed Hardy-Touch haben die ja auch mit diesen Steinen, mit diesen Swarovski-Steinen, die sie da drauf haben auf deren Suits, also auf deren Jogging-Anzügen. Und die machen auch sehr viel so Track-Suits, also sowohl auch so Cargo-Pants. Und das sieht meistens auch ganz cool aus. Also diese Tech-Details, finde ich, machen die auch richtig gut. Ja, ich finde auch, dass sie sehr individuelle Teile machen und dass deren Prints und Details einfach voll cool sind. Ja. Und deren Logo auch so als das Statement irgendwie da. Ja, ich finde auch deren Instagram echt ganz cool, also muss ich sagen. Also die machen auch ganz coole Bilder. Das sieht man jetzt auch, also sowohl jetzt die einzelnen Bilder von den Klamotten als auch die Modelbilder sind ganz cool. Also das, da geben sie sich auch Mühe. Hat so auch so einen Vintage-Effekt und das feiere ich sowieso. Daher finde ich das auf jeden Fall sehr nice. So Leute, kommen wir jetzt zum Ende des Videos. Das war jetzt die letzte Brand, die wir heute vorstellen. Es gibt bestimmt noch tausend andere, die genauso cool sind, die genauso hart arbeiten. Aber das sind die Brands, die wir am meisten feiern, würde ich sagen. Ja, das sind auf jeden Fall halt einfach Brands, wo wir uns vorstellen können, was zu bestellen oder sogar schon haben. Ja. Und die wir einfach persönlich cool finden. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergiss auf jeden Fall nicht, einen Daumen hoch zu hinterlassen, zu abonnieren. Ihr könnt uns auch gerne beide auf Instagram folgen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace! Ciao! Thank you.